Schießereien, Explosionen, Machtkämpfe. Im Saarland droht derzeit die Gewalt zu eskalieren. Zwei verfeindete Rockergruppen liefern sich hier immer wieder Auseinandersetzungen. Und in den letzten Tagen sind sie verstärkt aufeinander losgegangen. Deswegen hat die Polizei jetzt Spezialeinsatzkommandos eingesetzt. Gestern Abend schlugen sie zu. 170 Spezialkräfte des SEK, schwer bewaffnet. Bei einer Großrazzia durchsuchten sie 10 Wohnungen im ganzen Saarland. Hintergrund ist offenbar ein Bandenkrieg zwischen den verfeindeten Rockergruppierungen Osmanen Germania und Bahus. Wir haben kiloweise Drogen gefunden. Wir haben eine Langwaffe sichergestellt, einen Baseballschläger, Datenträger, Laptops und ähnliches mehr, sodass jetzt die Anschlussermittlungen anstehen. Eine Person wurde festgenommen. Zwei weitere stehen im Verdacht für einen Handgranatenanschlag in einer Shisha-Bar in Saarbrücken am frühen Mittwochmorgen verantwortlich zu sein. Das Café war erst am Dienstagabend von Ermittlern durchsucht worden, nachdem unbekannte Täter zuvor ein Mitglied der türkischen Rockergruppierung Osmanen Germania angegriffen und verletzt hatten. Zunächst hat sich die Situation beruhigt gehabt und 3.45 Uhr ist dann ein Notruf eingegangen, dass es zu einer Explosion gekommen ist. Die Ermittlungen deuten darauf hin, dass es ein Racheakt möglicherweise war. Verletzt wurde bei der Explosion niemand. Allerdings entstand erheblicher Sachschaden. Trotz ersten Erfolgen entspannt ist die Lage nicht, so die Polizei. Es wäre natürlich sehr schön, wenn es sich erledigt hätte, glaube ich aber nicht daran. Wir werden aber die Sache sehr konzentriert im Auge behalten und wenn es notwendig wird, dann werden wir dort auch wieder sehr massiv einsteigen. Die Saarbrücker Shisha-Bar, sie hat mittlerweile wieder geöffnet. Die Ermittlungen im Rocker-Milieu dauern an.